Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Tja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Denkt an die Ziel ist Wayne. Umstell ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert! Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt. Bis heute haben Sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft
und sich selbst vermissen lassen. Von diesem Zeitpunkt an werden sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft sein, die sie nicht respektieren. Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich? Helf mir! Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Willkommen! Was machst du hier, Wayne? Wohl den Butler umgelegt, was? Du wirst hier drin sterben? Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne! Du gehörst mir! Auf den Boden! Sofort! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Niemand nimmt Black Mask fest! Niemand! Holt mir Strange! Leg den Stuhl weg! Ja, ich leg dich um! Wayne, du gehörst in Reihe A. Hey, Wayne, ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Das hole ich mir. Du arbeitest für den Pinguin? Lass mich los! Hab ich. Was geht dich das an? Ich hasse den Pinguin. Sprich seinen Kiefer! Na los! Hau ihm in die Flanke! Außer den Zweigen aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Ich sagte auseinander. Sofort! Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Peng! Weiter gegen Gefangene! Geh Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen! Fertig machen für Einlass! Neuer Gefangenentransport. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen, uns Angst einzujagen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Ist erst der Arm. Zur Hilfe! Erst hier könnt ihr. Bitte! Ich habe deine Sendung noch nie gemacht, Walter. Wayne, helft sie mir! Wayne, wie fühlt sich das an? Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Wer bin denn da? Willkommen in der Hölle, Rosie Boy. Gute Nacht. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Macht ihn kalt! Ich glaube, er hat mir die verdammte Hand gebrochen. Hilfe! Mach das verdammte Tor auf! Er hat sich befreit! Wie hat er das gemacht? Wenn dieser Haufen mit Ihnen fertig ist, breche ich persönlich jeden Knochen in Ihren Händen. Oh.
oben und Alfred kontaktieren. Alfred, hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz. Obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Ist sie eingetroffen, Sir? Gerade rechtzeitig. Ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Zu Two-Face gehören willst, musst du fester schlagen. Trifft eine Entscheidung. Seid ihr gut genug, um für Pinguin zu arbeiten? Oder seid ihr einfach nur Feige? Wie sieht's aus? Kann es sein, dass wir hier draußen in der Kälte sind, wenn die ganzen guten Sachen da drinnen abgehen? Mach einfach, was Two-Face sagt. Ja, bring ihn bloß nicht dazu, die Münze zu werfen. Wenn die falsche Seite oben...
Außenmauer ist für jeden Insassen von Arkham City absolutes Sperrgebiet. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Vorsicht! Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auf für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Oh, tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los, ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe im Gericht sein! Ruhe! Ruhe! Sei still! Was zum... Er hat eine Knarre! Gefällt dir schon besser. Willkommen, Insassen von Arkham City. Es ist schön, so viele neue Gesichter im Publikum zu sehen. Neue Gesichter für dich, Geld. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt, gehört die Stadt uns. Dann herrschen wir hier. Oder ihr geht jetzt einfach. Dann werden wir euch aufspüren und allesamt umlegen. Aber wir wollen nicht so negativ sein. Lasst uns Spaß haben. Das Schicksal hat uns ein Geschenk gemacht. Ein Geschenk, mit dem wir jedem zeigen, dass wir es ernst meinen. Und Sie, meine Damen und Herren Geschworenen, werden dabei sein. Hilft uns, einen Entschluss zu fällen. Sollen wir diese diebische Schlampe umbringen? Oder zulassen, dass sie es nochmal tut? Einen Teufel tun wir. Jede Geschichte hat zwei Seiten. Hören wir uns ihre an, bevor wir urteilen. Legen wir sie um, dann ist Ruhe. Nun, wie lautet Ihr Urteil, hochverehrte Geschworene? Lauft um euer Leben! Unser Freund Batman ist hier! Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei! Wenn ich das nicht wiedererkennt, ich muss... Das Urteil lautet Tod, Batman! Geht mir aus dem Weg, Junge! Missgeburt! Das City wird der Ort sein, an dem du krepierst. Hey, mein Großer. Wäre es möglich, dass du aufhörst, mit diesen Idioten zu spielen und mir hilfst? So ein Mist! Einspruch! Abgewiesen. Komm.
Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, ha? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlappe! Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus. Gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Die Kugel ist durch das Fenster dort geflogen. Aber wo ist sie eingeschlagen? Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen. Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Er versucht abzuhauen! Verhindert es, halte die Tür geschlossen. Ich bin nicht blöd, das mache ich doch! Ist er noch da drin? Glaub schon. Ich kann da drin jemanden hören. Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red kein Unsinn. Wenn wir die Tür zu... Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. Das hält er erst jetzt ein! Was macht er hier? Er ist keiner von uns, oder? Ich hab ihn gesehen, er kam aus dem Nichts, hat alle im Gerichtssaal erledigt. Wenigstens hat's das Kätzchen erwischt. Die hat er gerettet und den Boss erledigt. Batman, hier!
ist Batman! Heute Nacht wirst du sterben! Und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, Mann, ich frag ja nur. Wer war die Frau, die verschleppt wurde? Keine Ahnung. Was macht Batman hier? Sein Gesicht zerkratzt. Sag. Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Nein, ich meine die Schnitte von... Lass die Dame los, Batfreak! Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab! Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, dann ist alles okay. Was heißt denn hier okay? Sie hat uns allein... Der Hilf ist weg! Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, Scheiße. Dabei soll es auch bleiben. Ihr schnappt uns! Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Er wird uns schnappen! Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihm zu gelangen. Das hält ihn nicht auf! Oh Mann, ich werde hier krepieren! Ich bin hier, um euch zu helfen. Wieso macht ihr das? Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Kannst du ihn sehen? Wo ist er?
Ich weiß nicht, wo er steckt. Er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Warte, Mann! Was ist los? Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Batman ist hier. Ihr solltet jetzt auch. Du holst dein Maul halten. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Gott sei Dank. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Wird sie es überstehen? Glaub schon. Sie hat ordentlich eins auf den Kopf bekommen, als Harley Quinn reinkam. Stellen wir einen Trupp auf. Schlagen wir zurück. Dafür sind es zu viele, Officer. Bleiben Sie bei den Verletzten. Wird jemand nach ihr suchen? Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber Batman hat unsere Ärsche gerettet. Dafür büßen diese Tiere. Okay, hat das jeder verstanden? Verletzte behandeln, die bösen Jungs draußen halten. Wir sind ein Team und das bleibt auch so. Alles in Ordnung? Ja, der arme Kerl hat ganz schön was abbekommen, als die Irre angegriffen hat. Dieser Ort ist ein Schmelztiegel von Banden und Gewalt. Wer hier nicht dazu passt, überlebt das nicht lange. Gott sei Dank bist du hier, Batman. Dachte, nach der Sache in der Anstalt hätten sie sich einen Schreibtischjob geben lassen. Ich habe gesehen, was der Bürgermeister dort getan hat. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er das nochmal macht. Das, was geschehen ist, war nicht ihre Schuld, Cash. Was macht Harley Quinn hier? Diese verrückte Alte ist vor ein paar Stunden mit den anderen Idioten hergekommen. Sie haben was den Turm hochgeschleppt und dann die Treppe gesprengt. Danke, ich sehe mir das an. Warte. Sorry, ich habe was vergessen, Batman. Die haben sich eine von den Ärztinnen geschnappt. Quinn sagte, dass sie sie bräuchte, um den Joker zu heilen. Wenn sie lebt, finde ich sie. Sie übernehmen die Sicherung der Kirche. Dann dürften alle geschützt sein. Geht klar, hoffentlich findest du sie. Die Ärztin heißt Stacy Baker. Sie ist eine von den Guten. Der Schuss kam aus dem Glockenturm. Ich muss irgendwie da hochkommen. Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja! Du wolltest mich da verrecken lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Beeil dich mal, die Uhr tickt. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde.
Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. Sind Sie? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder. Seid hier, bevor es dunkel wird. Ich hab die Leute von Two-Face, Sie. Verdammt! Wieso können die nicht hören? Es ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Was sagst du dem Falschen? Ich weiß, ich weiß. Wieso sind sie rausgegangen? Wegen Essen vermutlich. Sie hätten warten sollen. Sie hatten Hunger. Verdammt, wir haben alle Hunger. Hab seit Tagen nichts gegessen. Wir sterben hier. Wir sind hier sicherer als draußen. Ich besorge uns was zu essen. Wie? Jedes Mal, wenn Strange Essen anklopft, holen diese Bastarde es sich. Wir haben keine Chance. Mir fällt schon was ein. Schon satt? Nicht mal annähernd. Es ist die blöde Fledermaus. Willkommen, Insassen! Ihr werdet nun mit zögerlichen Schritten einer besseren Welt entgegen. Einer Welt voller Spaß, Unheil und nur einer einzigen Person, der ihr gehorchen müsst. Meiner Wenigkeit. Erweitertes Realitätstraining aktiviert. Erweitertes Realitätstraining fehlgeschlagen. Ist kalt. Hör zu, der Kultur ganzen Planeten runter. Und hör zu. Mir hat's schon gereicht, die paar Blocks zu fahren. Wie ihr wisst, ist Mr. Jay. Er ist nicht mehr er selbst. Und das Letzte, was er gebrauchen kann, ist ein selbsternannter Superheld, der seine Genesungsprozess stört. Da kommt dann ihr Spinner ins Spiel. Ihr müsst das Stahlwerk bewachen. Alfred, ich muss irgendwie in das Sionis-Stahlwerk reinkommen. Haben Sie es mit der Vordertür versucht, Sir? Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? War offenbar zu leicht. Mal sehen. Wenn alle anderen Zugänge versperrt sind, wäre der einzige Zugang... Nein, das ist Selbstmord. Der Hauptschornstein? Okay, also dann. Zum Henker sollen wir das... Joker will, dass man ihn für krank hält. Dann zack, erwischt. Weiß nicht, Mann. Sieht ziemlich krank aus.
Habe ich euch nicht etwas Unterhaltung versprochen, Jungs? Bitte, ich habe alles versucht. Tja, hätte es nicht mehr anstrengen sollen. Die Quacksalberin hat Mr. J hängen lassen. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, ich glaube, das können wir noch besser. Komm rein, Mr. Helfer. Etwas länger leidet. Also gut, raus mit dem Rest von euch Idioten. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Geht zum Schneemann und bringt ihn hierher zurück. Sofort! Er wird dafür bezahlt, dass er Mr. J über den Tisch gezogen hat. Holt ihn her! Von wem hat Harley gesprochen? Klang, als würde sie Freeze den Krieg erklären. Ja, sie klang sauer. Was hat er mit Joker und diesem ganzen Mist zu tun? Was weiß denn ich? Seit kurzem dreht sie doch ständig durch. Joker ist vermutlich schwer krank. Ja, sieht so aus. Hätte gedacht, dass es ihn ewig gibt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht hat es ja was mit dem ganzen Mist auf Art. Der Dampf blockiert den Ausgang. Wenn ich dem Rohr folge, müsste ich eine Möglichkeit finden, ihn abzudrehen. Er war sowas wie ein verdammtes Monster. Er war riesig. Ich dachte, der fängt jeden Moment damit an, Hubschrauber vom Himmel zu schlagen. Kurz danach sieht er wieder völlig normal aus. Ja, normal. Als ob der normal aussah. Ja, okay. Er sah halt wie Joker aus. Ja, es war komisch. Ich glaub das nicht. Das gehört alles zu Jokers Plan, ganz sicher. Der überlebt das. Der verarscht Batman, mehr nicht. Die Fledermaus! Gib ihm einen Tritt von Mr. J! Brauchst du ein Pflaster, Batman? Ach, du stirbst, ihr Missgeburt! Hey, Batman! Hast du denn nichts Besseres zu tun? Werf ihn auf den Boden und krieg ihn ordentlich zu! Du wirst hier sterben! Bin ich mit dir fertig, erkenne ich nicht mal mehr deine Mama! In Sicherheit. Kannst du ruhig da unten bleiben und verbrennen. Alfred, ich habe den Joker gefunden, aber ich komme nicht ran. Ihm fällt sicher eine Lösung ein, Sir. Ja, ganz bestimmt. Ich habe gesehen, wie eine Ärztin verschleppt wurde. Ich suche sie und kümmere mich dann um den Joker. Sie haben diesen Durchgang gesichert. Ich muss eine andere Möglichkeit finden, an Jokers Männern vorbeizukommen. Hier nur. Ich dachte, der einzige Vorteil davon eingeschafft zu sein, weiß, dass bei
Hast du Angst vor der bösen Fledermaus? Nein, Angst nicht gerade, aber er hat mir in der Anstalt vor 6 Monaten 3 Rippen und den Arm gebrochen. Dann sorg dafür, dass er dir nicht zu nahe kommt. Leichter gesagt als getan, Mann. Du hast ihn noch nie in Aktion gesehen. Wenn er kommt, zeige ich ihm, dass man sich mit mir nicht anlegen sollte. Harley will, dass er stirbt. Und ich will Harley. Bist du verrückt? Harley? Hast du etwa vergessen, wer ihr Freund ist? So wie ich das sehe, wird bald schon die ganze Welt vergessen. Was ist nur los mit dir? Versuchst du, einen verdammten Elefanten umzulegen? Es ist Batman. Er ist hier. Er wird uns schnappen, Mann. Nein, hast ihn erwischt. Ganz bestimmt. Geh nachsehen. Ich geb dir Deckung. Du kannst mich mal. Geh du. Ich geb dir Deckung. Ich hab ihn getroffen. Du gehst. Hört. Er kam von hier drüben, ganz sicher. Was das? Mehr hast du nicht drauf? Zeig dich! Wo bist du? Hast du das Geräusch gehört, das die letzte Ärztin gemacht hat? Ich liebe es, wenn sie so schreien. Was war das? Ich passe hier an. Er ist hier, lassen Sie mich rein. Übernehmt die Tür. Helft mir! Klappe, Doc! Wenn ich noch mehr von dem Geschrei höre, knall ich den Inferno weg. Verliert! Da draußen ist es still geworden. Bleib hier! Ich geh mal nachsehen. Zu mir! Ich hab ihn! Können Sie stehen? Sekunde. Was ist nur mit all den Leuten los? Dieser Irre glaubt, dass ich Joker heilen kann. Was ist denn mit ihm? In seinem Blut ist irgendwas. Eine Art von Toxin. Es bringt ihn um. Er gibt etwas namens Titan die Schuld. Titan? Ja. Weißt du, wovon er da redet? Er spricht auch ständig von seinem letzten Lachen. Oh, Doc! Ich dachte, diese Information sei vertraulich. Was ist los? Woher weiß sie, was wir gesagt haben? Verrammelt diese Tür, Jungs, und zwar richtig. Wir wollen doch nicht, dass uns das Ungeziefer entwischt. Wenigstens kommen sie nicht rein. Wir sind in Sicherheit, oder? Warten Sie hier, Doktor. Was zum Henker machst du da? Ich suche einen Weg hier raus. Jemand muss den Joker aufhalten. Bleiben Sie hier. Ihnen geschieht nichts. Ganz sicher? Verstecken Sie sich, wenn Sie jemanden kommen hören. Ich komme wieder.
mich Zeit gekostet. Ich muss weiter Joker suchen. Wir warten dann einfach darauf, dass Batman durch die Tür kommt und gehen auf ihn los? Das ist der Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Der macht mir keine Angst. Die Tür ist zugeschweißt und er ist nur ein Spinner in einem Kostüm. Okay, dann stehst du ganz vorne. Wieso? Hast du Schiss? Haltet jetzt endlich mal das Maul und macht euch fertig. Das gefällt mir jetzt. Vorsicht! Batman ist hier! Wenn ich die Stromladung von hier abfeuere, werde ich zerquetscht. Protokoll 10 tritt in 9 Stunden in Kraft. Schmelzkammer rausgekommen, Batman! Was? Zu langsam, große, hässliche Fledermaus! Ich breche jeden Knochen in deinem Körper.
Mir sofort aus dem Weg, Quinn. Lass uns in Ruhe, Batman. Lass mich mit ihm allein. Ich hab gesagt, aus dem Weg. Das ist alles deine Schuld. Seit Jahren stellst du ihm nach, schlägst ihn zu Brei. Und für was? Wieso bist du so gemein? Überraschung! Bist auf den alten, kranken Jokerwitz reingefallen, Batman! Nächster Schlagmann!